Tunis. Wir Tunis sind stille Spaßkartunis. Die Tiny Toon Geschichten, ja, die sind echt groß. Das war's und jetzt geht's los. Montana bedeutet immer Ärger. Ich habe immer eine schlechte Zeit mit ihm. Ah, naja, was soll's. Ich werde mal nach Hause abhauen. Oh, ah! Es sieht aus, als ob es gleich regnen wird. Ich sollte schnell nach drinnen gehen, damit ich nicht klatschnass werde. Ich habe eine alte Villa gerade noch rechtzeitig gefunden. Aber Moment. Plötzlicher Regen, unheimliche altes Anwesen im Wald, kein Anzeichen von Leben. Diese stereotypische Situation muss wohl bedeuten, dass die nächste Stage Spooky Mansion ist. Und damit Servus, Hallo und herzlich willkommen zu Part 3 von Tiny Toon Adventures. Zumindest optisch ist das hier auf jeden Fall mein Lieblingspart, wie ihr euch denken könnt. Und die Musik ist einfach der Hammer. Wir sind hier in einer Geistervilla, wo natürlich auch lauter Geister umherfliegen. Uff! So, damit hauen wir alle Geister auf einmal weg. Das, was ich da gerade eingesammelt habe. Oh Mann, ich glaube, ich renne lieber durch. So, und auch hier wieder ein wirklich sehr interessantes Spielelement. Und zwar, klappt das hier schon? Ja. Das ist so eine Art, naja, Lift. Mehr oder minder. So, hier gibt's Leben, da gibt's Leben. Perfekt. Willkommen, steht da drauf. Das sieht mir doch schon eher aus wie eine Kathedrale. Und da oben sehen wir nicht nur den... Oh, wie nennt man das denn, wenn ein Monster zwei Köpfe hat? Ne, wenn einer ein Auge hat, dann ist das ein Zyklop. Was ist das denn? Ein Duoklop. Zumindest wird's jetzt gruselig. So, weg mit euch. Zwei auf einmal. Müssen wir rüber. Im Hintergrund sehen wir eine Orgel. Komme ich da irgendwie wieder rauf? Uff! Der hat uns doch ganz schön getrollt. Ich glaube, mit einer Kugel wird das nicht. Deswegen stoßen wir die Kugel hier. Wir können es uns jetzt, glaube ich, aussuchen. Links oder rechts. Genauso ist es auch. Ich werde mich aber für links entscheiden. Oder? Nee, werde ich nicht. Doch, links. Links ist gut. So, dann kann ich nämlich das hier alles aufsammeln. Hätte ich es für rechts eingesetzt, dann hätte ich ein Leben bekommen. Aber die Herzen waren mir in dem Fall ein bisschen wichtiger. Ich weiß nicht, komme ich hier vielleicht nicht doch irgendwie wieder rauf. Oder vielleicht... Warum... Wie funktioniert das hier? Warum springt das Ding doch nach oben? Ich meine, ich habe doch kein Gegengewicht. Vielleicht durch Geisterkräfte? Oder hier? Seltsam. Irgendwie muss das doch gehen. Aber ich komme auch so rauf. Und hol mir das Leben ebenso. Kein Problem. So, 10 Leben haben wir schon. Bin ja auch noch gar nicht draufgegangen. Die schweren Stages kommen erst noch. Und das muss ich halt sagen, sieht jetzt mega geil aus. Also gerade diese Kathedrale anmutenden
Bilder im Hintergrund, die die ganze Zeit wechseln. Und auch die Kerzenstimmung hier. Puh. Hier wartet noch so ein kleiner Zwischengegner auf uns. Und zwar diese Fledermaus, die große Augen macht, wenn wir sie schlagen. Aber das ist nicht nur eine Fledermaus, sondern ich versuche euch das jetzt noch zu zeigen. Es ist eine Art Graf Dracula, mehr oder weniger. Und er scheint wohl nur verletzbar zu sein, wenn er nicht gerade in seiner Fledermausgestalt ist. Und ich glaube, man kann ihn killen, indem er runterfällt. Also wenn man ihn die ganze Zeit hier so schlägt, dann fällt er zwangsläufig irgendwann runter. Okay. Hier gibt's auch das ein oder andere Leben. Aber ich weiß gar nicht, wo genau ich da hin muss. Komm ich da rauf? Ja, das funktioniert. Okay. Komme ich da sonst noch irgendwie rauf? Indem ich vielleicht so mache? Nee, das reicht leider von der Zeit nicht mehr. Aber zumindest können wir hier links nach oben. Da gibt es noch irgendwie was. Ah, sieh mal einer an. Moment. Hep. Uah. Das will ich mir noch holen. Ich warte kurz, bis der Dash aufgeladen ist. Und rüber da. So, einmal hier bitte. So. Zuerst links. Dann rechts. Und damit werden wir wieder voll aufgeladen. Und können jetzt in den Bosskampf. Babs! Warum bist du denn hier? Ich habe nicht gedacht, dass hier jemand in dieser Villa lebt. Also habe ich mit meinen Freunden hier gespielt. Aber dann wurde mein Freund gefangen genommen. Bei dem verrückten Wissenschaftler. Buster! Bitte befreie meinen Freund. Wie kann ich ihn denn befreien? Wenn du die verrückte Maschine des verrückten Wissenschaftlers zerstören kannst, sollte das mein Freund befreien. So, und das ist der Typ, gegen den wir kämpfen müssen. Er wirft jetzt allerlei Krams nach uns. Aber wenn er diese... Boah, ich weiß gar nicht mal, was das darstellen soll. Also wenn er diese Gegenstände nach uns wirft, dann müssen wir sie schnell auf die Maschine werfen. Denn da scheint auch das Signal zu stören, wie wir an seinen Augen sehen. Ich würde es ja viel lieber auf den Wissenschaftler werfen. Vielleicht sind das Schrauben oder sowas. So, wir haben es schon fast. Noch zwei, drei Mal, dann war's das. Boah. Jetzt wirft er vier Gegenstände auf einmal. Und das war's auch schon. Das Ding auf seinem Kopf springt runter und er ist wieder normal. Buster, danke, dass du meinen Freund gerettet hast. Hey, kein Problem. Es war überhaupt kein Problem, Babs. Die hat ja komische Freunde. So, und damit ist wieder Spielzeit und nach der Spielzeit, wie auch davor, ist dieser Part vorbei. Wir müssen das Rad drehen. Wir haben gesehen Hampton das Schwein in rosa. Wir haben den Streuner gesehen in grün. Ich persönlich muss sagen, das coolste Minispiel ist eigentlich tatsächlich hellblau, Babs. Mal sehen, ob wir Glück haben.
Ja, tatsächlich. Mega gut. Das Spiel ist Babs, finde deine Freunde. Du hast wieder die Möglichkeit, ein paar extra Leben zu bekommen. So, warum das das geilste Spiel ist, werde ich euch jetzt zeigen. Öffne die Türen, um deine Freunde zu finden. Lass dich nicht von Elmira oder Arnold erwischen. Oder du wirst es nicht schaffen, deine Freunde zu finden. So, jetzt muss ich gucken. Uff! Die schreien hier auch, help me. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da kann ich auf keinen Fall wieder entkommen. Nein! Nein, 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 nein! Nein! Ah! Komm, 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 komm! Wir befreien dich! Und da... Ah, Mensch! Aber wenigstens ist das hier ansatzweise ein Spiel. Also, bis dann!